So, ich habe beide Trainer bei mir, die uns noch ein bisschen was zu dem Spiel berichten können. Erstmal, ja, an beide Trainer, an beide Mannschaften Glückwunsch erstmal zu einem Punkt. Ich fange mal bei unserem Gegner an. Markus, in Summe sage ich jetzt mal, denke ich schon, dass ihr mit dem Punkt zufrieden seid. Am Schluss hätten es auch zwei sein können. Ja, korrekt. Also als erstes muss ich mal anmerken, bin ich mit Thomas auch einer Meinung. Das haben wir nach dem Spiel relativ schnell analysiert. Also das war kein gutes Drittligaspiel. Das war doch sehr viel Stückwerk, sehr viel Fehler auf beiden Seiten. Letztendlich in unserer Situation sind wir mit dem Punkt zufrieden. Es ist ein Auswärtspunkt, der ist in dieser Liga eh schwer zu holen. Über den Spielverlauf, gefühlt waren wir die letzte Viertelstunde die bessere Mannschaft, hätten zigmal die Chance gehabt, in Führung zu gehen. Ja, haben von außen zwei Freie, haben einen Innenpfostentreffer vom Kreis. Klar, zum Schluss ist es dann jetzt diese Woche so gelaufen. Letzte Woche haben wir den Punkt geholt mit dem Unentschieden. Ich kann die Situation zum Schluss kann ich von meiner Position aus nicht beurteilen. Also in unserer Situation, die Mannschaft hat gut trainiert. Wir haben vier Grippekranke gehabt die ganze Woche. Jetzt geht es diese Woche weiter und nächste Woche wollen wir den ersten Sieg. Dazu erstmal viel Glück an dich. Thomas, jetzt zum TuS. Die ersten 10 Minuten, ich glaube, waren wir alle super angetan von den ersten 10 Minuten. Richtig aggressiv, super Tempo Gegenstöße. Bis zum 8 zu 4 ist das alles so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast. Dann ist ein bisschen Unsicherheit reingekommen. Ja, erklär es doch mal aus deiner Warte, was dann im Prinzip zu diesen Unsicherheiten geführt hat. Erstmal einen recht schönen guten Abend. Vielen Dank für die tolle Unterstützung von beiden Parteien. Ja, ich habe schon mit Markus drüber gesprochen. Das Spiel war jetzt etwas so ein bisschen unter Drittliganiveau, glaube ich, was Chancen und ja, Torabschlüsse betrifft. Ich denke, Markus sieht es ähnlich wie ich. In der letzten Viertelstunde können wir das Spiel dann noch verlieren, ist Hasloch besser. Ich denke aber, wir haben 40 Minuten lang eigentlich die Chance gehabt, den Sack zuzumachen, haben es nicht geschafft. Es ist immer so ein bisschen schwierig. Die arbeiten gute Jungs und wir haben jetzt langsam wieder das nötige Selbstvertrauen. Jetzt haben wir mal 10 Minuten sehr guten Handball gespielt. Dann passiert es wieder, dass man ein paar Fehler macht und die verschiedenen Spieler werden dann wieder unsicher. Das ist in den Köpfen im Moment drin. Wir sind dran und arbeiten. Es wird immer besser. Wir müssen halt noch ein bisschen Geduld haben. Zum Spiel muss ich dann noch zum Schluss sagen, ja, ich denke, jeder ist mit dem Punkt zufrieden, weil wir hätten es ja noch verlieren können. Ja, Markus, vielleicht an dich. Mitte der zweiten Hälfte war es doch relativ zäh. Ihr habt euch öfter mal auf ein Tor rangekämpft, hattet mehrfach die Chance zum Ausgleich. Dann muss ich sagen, war wahrscheinlich die Stärke vom TuS waren wahrscheinlich heute wieder die Torhüter. Die haben auch ein paar freie Bälle dann wieder gehalten, von links und rechts außen toll gehalten. Umgekehrt hat euer Torhüter auch von außen zwei, drei richtig gute Dinger weggenommen. Hebe hat er grundsätzlich nicht zugelassen, hatte ich den Eindruck. Ja, aber in der Phase hätte es schon vielleicht früher kippen können für euch. Haderst du da ein bisschen oder sagst du, okay, in Summe ist alles okay? Also es ist ja definitiv so, die erste Halbzeit ist von uns wieder extrem fehlerbehaftet. Das ganze Spiel hält uns der Marco Bitz auf Tuchfühlung, dass wir in der Halbzeit nur zwei Tore hinten liegen. Mit dieser Leistung von uns habe ich zu der Mannschaft gesagt, das ist aus der ersten Halbzeit noch das Beste, das Ergebnis. Dann muss ich aber wirklich sagen, haben wir eine Phase, wo wir sehr gut Abwehr spielen mit dem Marco Bitz zusammen, der dann das, was noch durchkommt, wegnimmt. Und wir haben, glaube ich, keine Ahnung, sieben, acht Angriffe, wo wir freie Bälle haben, wo wir Überzahlsituationen, freie Bälle von außen, vom Kreis, zweimal eine falsche Entscheidung treffen.
Gut, aus meiner Sicht haben wir dann noch zweimal Pech vom Jonas Dambach, der geblockte Wurf, den er wieder vor die Füße bekommt, auch beim Unentschieden, ja, wo wir eine Minute gut Abwehr spielen und uns den Ball wieder nicht holen, mit Zeitstrafe sogar noch. Also wir können froh sein, die ersten 40 Minuten, dass Danzenberg nicht schon weiter weg war, und die letzten 20 Minuten waren wir da, haben es aber nicht ganz gedreht. Daher mit Thomas einer Meinung, wir sollten beide mit dem Punkt zufrieden sein und sollten gucken, dass wir jetzt nächste Woche gegen andere Gegner dann 2 Punkte holen. Okay, vielleicht noch eine Nachfrage an dich. Waren ein paar unglückliche Situationen, ihr hättet in Führung gehen können, Kreisläufer ganz frei. Ein Mitspieler springt zum Kemper ein und steht im Kreis. Dann der Yannick, der am Ende der ersten Halbzeit vorne richtig Gas gegeben hat, hat ein sensationelles Tor geworfen und direkt im Gegenangriff vom TuS die rote Karte. Da hatte ich die Hoffnung, dass das vielleicht spielentscheidend sein könnte, war es aber im Endeffekt dann nicht. Das ist ja so, wie jetzt der Jan Clausen auf Danzenberger Seite gefehlt hat. Springen andere in die Bresche und bringen gute Leistungen. Die Situation mit Yannick, der gut angefangen hat, wirklich, hat das Spiel gut geleitet, hat auch auf der Position ganz gut Abwehr gespielt. Ich kann die Situation nicht beurteilen, hat scheiße ausgesehen von der Auswechselbank. War insofern bitter, da mit Lars Hannes, der dann spielen musste, der war die ganze Woche krank mit Grippe, hat man ihm, glaube ich, auch angesehen. Die Situation mit dem Kemper, was schon dann 3 Minuten vor Schluss unsere Eintoreführung gewesen wäre. Wir stehen uns die ganze Runde schon oft selbst im Weg bei entscheidenden Situationen. Ja. Oder haben den Schritt zu wenig, in dem Fall wollen wir zu viel. Wir arbeiten die Woche weiter, haben nächste Woche die Bergischen Panther zu Hause. Und dann wollen wir mal den ersten Heimsieg. Und wenn wir das packen und würden wirklich auf 4 Punkte springen, dann sind wir wieder dabei. Alles, wir behalten die Ruhe, die Mannschaft trainiert gut, die Stimmung ist gut, alles gut. Dafür wünschen wir euch viel Glück und bleibt von Verletzungspech weitgehend verschont. Ja, ihr dürft noch ein Heimspiel verlieren in der Saison, das weißt du ja, aber das ist jetzt eine Rückrunde. Ja, Thomas, nochmal zu unserer Mannschaft. Wir haben schon gesagt, guter Anfang, sehr gute Torhüterleistung. In Summe, denke ich, waren ein paar gute Dinge dabei, am Schluss auch mal ein Unglückchen gekriegt, aber in Summe an der Torhüterleistung lag es nicht. Ein paar unglückliche 2-Minuten-Zeitstrafe, die wir gekriegt haben, waren vielleicht ein paar zu viel. Und am Schluss war zum Glück der letzte 7 Meter drin, in Summe zu viel freie liegen lassen, insbesondere auch die 7 Meter, oder? Ja, das ist ein Fehlerspiel. Wer die meisten Fehler macht, der verliert. Wir haben es ja vorher gewusst, dass Bitz ein guter Torhüter war, ist, und das, die ganzen anderen Spiele hat er auch überragend gehalten. Ich habe das der Mannschaft nicht gesagt, aber ich habe es gesehen. Am Anfang haben wir ihn ganz gut auf der Rolle gehabt, weil wir konzentriert abgeschlossen haben. Torhüterleistung von Hasloch war dann natürlich in der entscheidenden Phase auch sehr gut. Zum Schluss, ja, wie gesagt, es sind immer Kleinigkeiten, die zu entscheiden sind, ob man gewinnt oder verliert. Ich bin jetzt mit dem Punkt nicht unzufrieden, weil wir für das, dass wir schlecht gestartet sind, so peu à peu immer ein bisschen besser werden, sage ich mal in Anführungsstrichen. Okay, vielleicht noch was, war ja für die meisten hier erst bekannt geworden, kurz vor dem Spiel, dass der Jan nicht spielen kann. Noch einen Ausfall gehabt auf unser Linkshänder, leider auch nicht spielen konnte. Kannst du irgendwas Näheres sagen zu der Verletzung von Jan Clausen? Ja, Jan Clausen hat im Rücken Probleme gehabt, schon letzte Woche im Training. Da habe ich ihn rausgenommen aus dem Training. Wir haben dann sofort Physiotherapie angefangen. War dann die Woche 2-mal beim Arzt. Soweit wie Rücksprache jetzt ist, sind wir guter Dinge, dass er nächste Woche vielleicht wieder ins Training einsteigen kann. Und beim Herr Steinführer wird es genauso sein. Also ich hoffe, dass wir gegen Niederroden dann wieder vollzählig sind. Okay, das wünsche ich uns auf jeden Fall. Danke, dass ihr euch nach dem Spiel jetzt dem Trainervideo gestellt habt. Ich wünsche euch eine positive Entwicklung und noch eine gute Saison. Bis zum nächsten Mal, Markus.